Ach, diese schönen Schiffchen. Aber damit werden wir jetzt erstmal nicht fahren. Wir waren stehen geblieben in der letzten Folge, also gestern, dass wir einen Stahlhelm brauchen. Die Frage ist natürlich jetzt, wo kriegen wir einen her? Und wie ich es mir schon dachte und gestern schon erwähnt habe, könnten wir mal in Gasthäusern nachfragen und ideal natürlich beim Schwätzer hier in Inselburg. Und wir fragen ihn doch direkt mal. Eingeschossener Helm? Dieses glänzende Metall, mit dem man nicht sieht? Ich habe zufällig, was ihr braucht. Ich habe ihn letztes Jahr von einem verwunderten Ritter beschlagnahmt, weil er seine Rechnungen nicht zahlen konnte. Ich würde ihn für 30.000 Münzen verkaufen. Er sagt aber auch nur, wieso habe ich eigentlich gerade nur 36.000 Gold? Wann habe ich denn so viel eingekauft? Scheiß die Wandern. Na gut. Ich werde nach einer günstigeren Option suchen. Das ist viel zu teuer. Ob er sich vielleicht drücken lässt? Wisst ihr, Dirt? Ich gehe ein großes Risiko ein, wenn ich mit euch handle. Ihr habt mit dem Helm bestimmt etwas Böses im Sinn. Also bin ich gezwungen, den Preis des Helms zu erhöhen, um das Risiko auszugleichen. Nichts für ungut. Sollen wir nach einer günstigeren Option suchen? 30.000 ist halt schon verdammt viel. Ich werde mal nach einer günstigeren Option suchen. Dazu gehen wir jetzt erstmal ganz nach Belieben Richtung Monteville und werden erstmal unsere Einheiten verstärken. Ja, wir haben ja in der letzten Schlacht ein paar Vampire verloren. Unnötig viel, meiner Meinung nach. Aber ich kann es nicht halten im Endeffekt. Ist aber auch erstmal wurscht. Es gibt ja genug zum Nachkaufen. Und da hätten wir die 12 und die 2. Ach, von denen haben wir. Das sind normale Kobolde. Wir könnten sogar mehr Spottkobolde haben. Und unter Umständen. Nein, okay, das jetzt wiederum nicht. So, die Ork-Veteranen. Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen. Achso. Warte mal, kann ich die. Wenn ich die rauspacke, vielleicht. So, einmal dahin und dann die rein. Ich will die mal. Nee, ich nehme sie nicht mit. Zumindest mal nicht komplett. Das heißt, erstmal die dahin und mit 31 sind wir dann erstmal gut besetzt. Das ist die Menge, die wir mitnehmen können. Und wir nehmen mal die kleinen oder. Nee, die normalen Vampire lassen wir mal drin. Und gehen zurück. Wir könnten, glaube ich, sogar. Genau. Entschuldigung, das ist gerade mal wieder so ein leichter Hustenreiz. In den Unterschlupf, in den Unterschlupf. Vielleicht finden wir ja auch dort einen Stahlhelm und müssen keine 30.000 Gold, Münzen investieren. Werden wir sehen. Oh Mist. Hier gibt es keine. Echt jetzt? Das ist eine böse Angelegenheit. Scheiße, Mann. Und wie viel von den Vampiren haben wir ja noch Unmengen. Was wir aber nicht haben, sind Spottkobolde. Naja, gut. Was wir brauchen, ist ein Helm. Da wird mir aber hier keiner helfen. Tja, was tun wir? Ich würde sagen, wir gehen zurück nach Inselburg und kaufen einfach diesen komischen Helm. Wenn es denn in Gottes Namen sein muss, dann werden wir eben den sauren Apfel beißen und die 30.000 ausgeben. Es sei denn, was ich noch machen kann, ist. Warte mal. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Wir könnten noch hier vorne den da fragen. Ich fürchte aber. Ja. Piratenfleisch. So, nee, das brauchen wir nicht wirklich. Ja, gut. Dann haben wir, glaube ich, keine andere Wahl. Aber ich würde spaßeshalber
Ohne Witz, ich würde jetzt spaßeshalber tatsächlich mal da oben angreifen. So, Inselburg wird erstmal gespeichert. Ich will jetzt erstmal nachschauen, wie stark die hier wirklich sind. Also an Zahlen jetzt gerechnet. Gut, Greifen sind auf jeden Fall schon mal mit im Spiel, aber halt auch nur eine Einheit. So. Dann, wir haben ja erstmal genug Mana. So, mit Ruf der Natur, beziehungsweise, ich überlege gerade, ob ich die jetzt schon herbeizaubere oder ob ich noch warte. Pass mal auf, ich hätte gesagt, wir nehmen die mal aus der Distanz unter Feuer, und zwar so, wir verbauen ihm den Weg, weil er braucht ja mindestens 4 Felder, um für seinen Ansturm. Und direkt vor den schwarzen Drachen zaubern wir jetzt die Kreaturen der Natur. Raserei-Angriff. Ach, das ist die Geschichte mit dem Adrenalin. Und da bin ich mal gespannt. So, die Hyänen gehen zum Angriff über. Perfekt. Und der hier darf direkt mal in die Greifen reinbrutzeln. Und erledigt gleich mal 7 davon. Ja, greif du ruhig die Hyänen an, habe ich kein Problem damit. Ich werde euch eh gleich rösten, von daher mache ich mir da keinen Kopf. Sobald. Was haben wir denn da überhaupt? Ach du Scheiße, 1700 Bauern. Die Paladine, wie? Die Verführung geht. Nee, Eifersucht, nicht Verführung. Geht für. Von 1 bis 3. Ich könnte mir natürlich die Inquisitoren da hinten schnappen. Die muss ich ohnehin sehr schnell beschäftigen. Sonst ist nämlich Essig. Naja. Wow. 99? Durch welchen Debuff? Ach, durch das Feuer. Natürlich, die brennen ja. Durch das Feuer. Toll, jetzt greifst du die hier von hinten an. Und jetzt? Was hast du jetzt davon? Okay, müssten wir ja eigentlich so. Nee, so hier rüber. Davor, rüber. Müsste eigentlich passen. Wenn. So, das ist Nummer 2. Hierhin? Ob das eine gute Idee ist? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Die Paladine sind halt auch heftig. Für die schwarzen Drachen kann ich ja nicht heilen. Das ist der nächste Knackpunkt in der Geschichte. Das ist eine sehr unangenehme Geschichte. Wir speichern vielleicht mal ganz. Achso, hier drin kann ich nicht speichern. Okay, da muss ich hoffen. Nein. Genau das habe ich gemeint. Genau das. Oh Mann. Wie es halt mal nach hinten losgegangen ist, mein Plan. Aber eigentlich ist es doch, du hältst den Gemaustaste und kannst dann deine Richtung verändern. Das ist ein bisschen merkwürdig. Tja, so schnell stirbt sich's. Gut, die hat. Rang 3. Wir werden aber sehen. Moment, ganz kurz. Habe ich gerade auf das Richtige geklickt? Okay, jetzt übernehmen dann doch die Bauern. Das soll mir auch recht sein. Könnt ihr wenigstens gegen die Paladine hetzen. Die Greifen sind auch gleich weg. Wer da hinten allerdings sich ziemlich ruhig verhält, und das verwundert mich ehrlich gesagt, sind die Inquisitoren. Ist ja putzig. Ja, nee, ist klar. Und gleich wieder weg. Bleib liegen, sag ich dir. 100 A. Moment, wieso greift er meine Hyänen an? Willst du mich verarschen? Da greift meine Hyänen an. Okay, wir beschäftigen die Inquisitoren da hinten mit dem schwarzen Drachen. Einfach nur, weil er alleine ist. Und mit dem roten Drachen werden wir auf jeden Fall die Bauern und die Paladine beschäftigen. Und es macht uns
Nice. Wenn wir gleich mal gegenheilen, aufstocken kann ich es ja momentan gerade nicht. Das macht aber nichts. So, dann kommen die hier dran. Ich überlege gerade Wuttrank. Die Truppe dringt einen speziellen Pilz zu, der sie für 3 Runden gegnerische Angriffe kontern lässt. Die generierte Wut durch Angriffe der Truppe wird mit 10% erhöht. Die Truppe setzt anschließend ihre Runde fort. Ja, das kann man vielleicht machen, wenn man das will. So, oha, sogar verfehlt. Die Paladine büßt gerade echt heftig. So, zack. Und die hier, ich weiß gar nicht, was ich mit den Kobolden machen soll. Vielleicht mal eben mit an die Front. Ja, brennt die Inquisitoren des Lichts. Das gefällt mir dann doch am meisten. Wow, einen ganzen Ork-Krieger hat er mir getötet. Wahnsinn. Ach, nee. Jetzt gehen die Bauern gegen die Paladine. Jetzt. Ach, da ist es doch, das schwarze Loch. Ich hab's doch gewusst. So, wen ich aber auf gar keinen Fall treffen will, sind natürlich die Ork-Krieger. Die Paladine sterben komplett auf. Ja. Ich glaube aber, ich spare dann doch auf Orkschlag. Um eben den Bauern einen heftigen Schlag zu versetzen. Eher würde ich sagen, ich gebe das Mana aus, um die roten Drachen zu heilen. So. Rote Drachen. Heilung! Perfekt. Und wir setzen zum Angriff an. Viel Spaß beim Sterben. Wow. Okay, das nenne ich definitiv heftig. Heftig. Orkschlag. Wir müssen unsere roten Drachen schützen. Perfekt. Und die nächsten. So, die Kobolde kommen momentan noch nicht zum Zug. Die lassen wir jetzt einfach mal hier drüben stehen. Und ich würde sagen, lassen wir es mal so. Ich hätte jetzt eventuell die Bauern noch umlenken können, die Aggression auf die Kobolde, aber lassen wir es mal so, wie es ist. So, ein Vampir stirbt, macht aber nichts. Und der geht nicht auf den roten Drachen. Sozusagen nochmal Schwein gehabt. So, wenn sie jetzt weiterlaufen, kommen sie trotzdem nicht aus dem Nahkampf raus. Perfekt also. Und die roten Drachen dürfen natürlich nicht unsere eigenen Truppen treffen. Wow, 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 wow. Mach hier jetzt keinen Blödsinn, ja? Ja, bleib cool. Ja, sterbt! Ja. So muss das aussehen. Und damit rücken die Vampire vor. Oha. Ein Vampir steht auf. Yes, durch Evelyn. Durch Evelyn. Ich habe immer Evelyn verflucht, aber ganz ehrlich. Wenn das so weitergeht, könnte mir das gefallen. So, die sind auch weg. Und damit wäre die starke Truppe erledigt. Und ganz ehrlich, wir haben 2 Sportkobolde und 1 Ork-Veteran verloren. Kriegen, so wie das aussieht, vielleicht sogar einen Stahlhelm. Müssen keine 30.000 investieren. Und euer Darwish ist happy. Coole Angelegenheit. Werden wir gleich mal schauen, was wir da ins Inventar bekommen haben. Ob dieser Helm tatsächlich brauchbar ist. Und vor allem, welche Landkarte hinter ihm liegt. Ist es neues Land, was wir noch nicht kennen. Du hast eine Karte für das folgende Gebiet gefunden, Tristan. Schade. Doch diese Karte hast du bereits, da tauschst du den wertvollen Fund ohne zu zögern gegen eine seltene Schriftrolle mit Wanderermagie, Drache des Chaos. Werden wir uns gleich mal anschauen. Wanderermagie. Ruf den Drachen des Chaos herbei, der an der Seite des Helden kämpft. Die Stärke der Truppe wird durch den Intellekt des Helden und seine Fähigkeit Schöpfung halber Wert bestimmt. Aha. Auf der Weltkarte verwendet. Also ich kann es definitiv nur auf
krass. Okay, das ist definitiv krass. Und jetzt ist die Frage, Quest? Okay, scheinbar hat der Helm nicht für die Quest gegolten. Was haben wir denn da? Geschlossener Helm mit einem Visier und einem leuchtenden Helmbusch. Plus 3 Verteidigung, plus 400 Führerschaft, was heftigst geil wäre. Aber ich habe hier einen Helm, der bietet mir plus 2 Intellekt, plus 2 Mana. Jetzt ist natürlich die Frage, ich könnte... Ja. Ich könnte es scheinbar gegen... irgendwas von meiner Lucia eintauschen. Plus ein Angriff, minus 10% Führerschutz für Untote, 5% kritische Trefferchance. Minus ein Moral für feindliche Dämonen, plus 5 Wut, wenn du es in einem Zug dringst. Okay, ich würde sagen, wir tauschen mal das da ein und... Ach so, okay, geht doch nicht. Schade. Hätte mich eigentlich auch so... Ach so, es ist wirklich nur für das, was gerade hier umkreist wird. Puh. Gute Frage. Anlegen will ich es nicht. Ich glaube aber auch... Okay. Ich glaube aber auch, dass ich... Es ist schwierig. Es ist sehr... schwierig. Ich muss mir das nochmal genau überlegen und durch den Kopf gehen lassen. Währenddessen... sieh mal einer an. Ich habe ja noch die Punkte nicht vergeben. Na gut, machen wir aber alles in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal wieder für heute. Wir sehen uns. Bedanke mich fürs Zusehen und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann endlich um den Helm. Dass wir da heute aber dann so den Sieg davon getragen haben, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Naja, was soll's. Nur zum Glück für uns alle.